Die 16-jährige Patricia befindet sich in der 35. Schwangerschaftswoche. Heute wird sie im Haus Lena ihre Hebamme kennenlernen. Freund René ist derzeit beim Bundesheer und kann nicht dabei sein. Hallo. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Patricia. Hallo, Patricia, ich bin die Hanne. Grüß Gott. Ich bin der Andreas, der Papa von der Patricia. Das freut mich sehr. Ja, setzt euch mal bitte her. Ja. So. Ja. Ganz ein Junge. Ja. Ja, mein erster Eindruck von der Patricia ist an sich sehr, sehr positiv. Meine Hebamme ist voll lieb, ich habe sie jetzt kennengelernt. Sehr sympathische junge Frau. Gefällt mir. Hast du dir schon so ein bisschen überlegt, was auf dich zukommt? Ja. Was du haben möchtest, wo für dich... Normale Geburt so. Ja, da stehen wir ganz auf einer Seite. Ich will eigentlich ganz normal gebären. Das wäre mir so das Liebste, glaube ich. Also auf jeden Fall der René dabei und aber ganz normal. Was hältst du von einer Hausgeburt? Nein, nicht in meiner Wohnung. Meine dritte Tochter ist eine Hausgeburt gewesen und ich war nicht dabei, aber ich weiß, dass nachher sehr viel Blut war und das zu säubern alles, also sicher nicht in meiner Wohnung. Mhm. Ich habe auf eine Hausgeburt überlegt, weil... Ich weiß nicht, das wäre dann zu Hause bei mir im Zimmer. Ich hätte alles gehabt. Also hätte ich jetzt gesagt, ich will jetzt einen Eistee oder sowas. Habe ich einen kalten Eistee im Kühlschrank? Und na, ist einfach alles, was ich haben will, irgendwie ist dann alles da. Ne? An sich ist eine Hausgeburt eine wunderschöne Sache. Ja? Wenn es nicht wirklich daheim kommt, hat also sicher keinen Grund dafür. Da bin ich dagegen. Aber dein Papa hat in einer Sache sehr recht. Ja? Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Ja? Und eine Geburt, ja, kann. Ist keine unbedingt saubere Geschichte, ja? Sagen wir es mal so, ja? Das ist der Menschels. Ja? Und dann würde ich auch noch ein bisschen zu bedenken geben, ja? Also ich meine, dass es doch das erste Kind für dich ist. Ja? Und da ist natürlich sozusagen ein Sicherheitsnetz im Hintergrund, ja? Durchaus was wert. Ja? Und falls was ich ist eh super, weil bei meiner anderen Schwester war eben die Nabelschnur am Hals und so. Ja, wie gesagt, ich würde ungern auf das Sicherheitsnetz verzichten. Ja. Ja, weil da geht es ja doch ums Wichtigste im Leben, nämlich um ein Kind. Im Haus Lena hat die hochschwangere 16-jährige Patricia heute ihr Erstgespräch mit Hebamme Hanne. Na, wie ist es dir denn bis jetzt in der Schwangerschaft gegangen? Gab es da mal Probleme? Sie ist momentan sehr viel. Also mir ist das jetzt aufgefallen in den letzten Wochen. Also sie frühstückt, wenn sie aufsteht, einmal zwei Wochen Eier mit einem Buttersemmel und eine Stunde später kommt dann eine Wassermelone und eine Stunde später kommt dann, was weiß ich, Gurkeln oder so irgendwas. Aber auf Gurkeln habe ich nicht so eine Bitte. Geh her, aber das letzte Mal, wie wir gekocht haben, da hat es auch Gurkeln durch den anderen mit dem Löffel rausgeholt. Weil mir das Gurkeln geschmeckt und den Saft, aber normalerweise durch die Gurken sogar abwaschen. Das schmeckt ja einfach alles. Und den Gurkeln haben wir fast gar keine mehr drinnen gehabt, so viel da rausgegessen. Wir erinnern uns. Hör auf mit den Gurkeln auszuessen. Hör auf jetzt. Die sind aber gut. Ja, dann schneidest du noch eine. Das regt mich auf, sie ist einmal gehusten und was fällt da nicht und fertig. Ja, bin halt schwanger. Also sie hat momentan sehr viel Appetit und Gusto. Wobei ich fast so sehe, dass wenn man 7 Kilo abgenommen hat am Anfang, ja, finde ich es fast beruhigend, dass du jetzt einen guten Appetit hast. Ja, also da denke ich mir, und so wie du mir jetzt ausschaust, hast du nicht übertrieben viel zugenommen. Ja, also das ist mehr als nur im Schulbuch. Ja, also das ist ganz, ganz brav. Ja. Ich finde die Hebamme voll lieb. Sie ist weiß ich nicht. Sie passt irgendwie voll zu mir. Sie redet ganz offen per Du und so. Ja, voll lieb. Gibt es noch irgendwelche Fragen derzeit? Nein. Nein? Nun, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns mal den kindlichen Herzschlag an. Ja? Und schauen, wie es dem Baby geht. Okay. Machen wir das. Ja, ist auf jeden Fall schön, dass der Papa da dabei ist bei den Untersuchungen. Ich weiß nicht, ich glaube, ihn freut das auch, also, dass er so das Enkel hört und so. Ich glaube, er gibt es nicht immer ganz so zu, aber ich glaube, ihm geht das auch sehr nahe. Ja. Schau, was da jetzt so bumpert, ja, wie ein kleines Pferd. Ja. Das ist das Herzerl von deinem Baby. Ja? Was kriegst du denn eigentlich? Ein Mädchen. Weißt du, ein Mädchen, ist das schon fix? Super. Ja. Ja, Namen hast du dir auch schon? Celine. Celine, ja. Sehr schön. Dann schauen wir mal, wie es der Celine geht. Wenn mein Herzschlag vom eigenen Kind hört, ist irgendwie, ich weiß nicht, voll was Besonderes. So.
da denkst du dann so wirklich, wie es jetzt ausschaut und so, und dann willst du es jetzt schon haben und na, das macht die Vorfreude dann immer noch ärger, finde ich. Die Frequenz ist super in Ordnung, ja, das gefällt mir schon mal ganz, ganz toll. Ja. Die sollst du beim Baby in dem Alter, ja, sollst du zwischen 120 und 160 sein. Mhm. Ja. Und da liegen wir jetzt genau richtig drin. Ja. Okay. Also das ist eine stabile junge Bürgerin da. Also für den jetzigen Zeitpunkt der Schwangerschaft perfekt. Es ist die richtige Frequenz, es ist gut oszilliert, es ist ganz ein normales ZTG, schulbuchmäßig nahezu. Ja, ja, das fühlt sich super an, wenn man das weiß, dass die Herztöne in Ordnung sind. Ja, das freut mich, dass so schnell und passt alles gesund. Mehr kann man sich nicht wünschen. Ich bin da sehr zufrieden damit. Ich glaube, Holz, dass alles in Ordnung geht. Die 16-jährige Patricia ist mittlerweile in der 38. Woche schwanger. Zeit, den Kreissaal kennenzulernen, in dem sie bald ihr Baby bekommen soll. Mit dabei Papa Andreas, denn ihr Freund René ist ja beim Bundesheer. Ja, hallo. Hallo. Grüß dich, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Hallo. Na, dann kommst du mal rein. Ja. Gell? Ich habe leider nur einen Kreissaal zum Herzeigen. Ja, also die anderen sind in Betrieb. Das kann also auch heißen, dass das ein bisschen lauter wird. Ja, das kann es wahrlich. Ja, was du jetzt gerade hörst, ja, das ist natürlich also jemand, der sozusagen ganz knapp vor der Geburt steht. Ja. Und wir sind ja ein Haus, wo wir wollen, dass die Frauen also normal ihre Kinder bekommen. Und zum normal Kinder bekommen gehört auch ab und zu mal ein guter Schrei. Ja. Also ich hoffe, es stresst dich jetzt nicht zu sehr. Nein, ich bin mir nein. vom Klang ziemlich sicher, dass die Dame es bald geschafft hat. Ja. Ich finde es recht schön. Das beruhigt mich, dass du so reagierst, ja, weil dann sehe ich, dass du da ganz normale und gesunde Einstellung dazu hast. Und das gefällt mir natürlich super gut. Ja. Viele Frauen, die das so nebenher mitbekommen, reagieren doch mit ein bisschen Panik und um Gottes Willen und so kann es auch ausschauen. Und da war bei ihr eigentlich ein gesundes Maß an Neugierde und Interesse. Und ja, so kann man das auch machen. Und ich denke mir, also da hat sie, also würde ich sagen, eine Reife, die für das Alter beeindruckend ist. Ja. Ich freue mich einfach schon so drauf. Ich glaube, die Vorfreude überwiegt die Angst so bei mir einfach. Ich glaube, die Nervosität und das wird erst kommen in den nächsten Wochen. Weil so gelassen ist man normal, glaube ich nicht. Aber vielleicht hat sie diese Ruhe, ich weiß es nicht. Magst du dich ja mal einfach ja. mal ein bisschen was auszuprobieren? Ja, den Sessel da. Zum Beispiel sehr angenehm ist auch der Ball. Ja, ja. Fangen wir mal mit den etwas einfacheren Sachen an. Kannst du das auch mal testen? Und du wirst sicher gleich feststellen, dass das super angenehm ist für deinen Rücken. Ja. Oder? Es ist gleich so, dass man sich denkt, da will ich sitzen bleiben, oder? Ja. Du kannst wippen oder sogar das Becken kreisen. Und das sind gute Methoden, um auch dem Kopf zu helfen, dass er tiefer tritt. Ja? Mhm. Und je tiefer der Kopf ist, desto schneller haben wir das Kind. Der Ball war sehr entspannend, also fürs Kreuz urangenehm jetzt schon. Wenn ich mir das denke, bei der Geburt will ich das sicher machen. Bei der Hockgeburt ist natürlich wichtig, dass du sozusagen mit dem Kopf schon ein bisschen weiter vorrutscht, dass das so richtig da unten frei ist. Ja? Also das ist auch eine sehr gute Position zum Kinderkriegen. Mhm. Der blaue Hocker war eigentlich auch ziemlich angenehm. Ich finde den Ball noch entspannender wegen dem Kreuz. Kann ich schon überlegen, was ich jetzt da dann bei der Geburt haben will. Zum Bett ist zu sagen, das schaut natürlich jetzt relativ simpel aus, dieses Bett. Aber das ist ein Kreißsaalbett. Da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt unten nicht mehr so gut dazukommt, kann ich mir das jederzeit hochfahren, damit ich wieder gut dazukomme. Ja? Ja. Ja? Also das sind, wie gesagt, am Bett gebären ist momentan, also heißt nicht, dass man am Rücken liegen muss. Ja? Ja. Okay. Hast du dazu noch Fragen? Nein, gar nicht. Ja? Ich finde es recht cool. Ja, das gefällt dir. Das gefällt mir, super. Ja. Das freut mich.